Hallo, wir sind bei Retter Zylinderkopftechnik. Wir haben hier einen schönen Fall wieder von VW, Volkswagen. Wir haben hier einen 150 PS, 2 Liter FSI Zylinderkopf. Und hier kann man jetzt mal sehen, ich versuche es mal deutlich zu machen, die Ventile machen so ein bisschen einen auf Schlappohr. Ne? Der Schaden ist aber auch noch viel größer und schlimmer als das, was man hier sieht. Kunde hat dann versucht, den Motor oder Zylinderkopf zu retten, nachdem der Zahnriemen scheinbar gerissen war, und hat dann neue Kettenspanner und so weiter eingebaut. Das ist natürlich Makulatur bei diesen Schäden. Wir drehen ihn jetzt mal auf die Seite, um in die Kanäle zu gucken, um die Folge dann dieses Aufdotzens festzustellen, was dann passiert. So, und hier kann man sehen, also wie krumm die Ventile da sind und die Stege. Und die Ventilführungen sind da also praktisch auch aufgeknackt. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Riss da gut erkennen kann. Aber ich denke mal, in der Ventilführung in der Ecke. Also sie sind aufgespalten, aufgeplatzt, die Ventilführung. Die müssen also auf jeden Fall auch neu. Das sieht bei den anderen Ventilen ähnlich aus. Und dann drehen wir den Burschen mal um. So, und wenn man jetzt hier in den Ventiltrieb reinguckt und schaut sich dann hier diese Schlepphebel an, diese Rollenschlepphebel oder Kipphebel, dann seht man, wie aufgedrückt die sind und wie kaputt die sind. Teilweise sind sie daneben geflogen. Hier liegen die Hydrostößel schon drin mit Brocken und Bauteilen. Da muss man mal gucken, ob der Kopf prinzipiell nicht irgendwo Ausbrüche hat und beschädigt ist. Aber ansonsten würde das hier bedeuten, dass also Ventile auf jeden Fall neu kommen. Die Nockenwellen, das sind Hohlwellen, die müssen auf jeden Fall bei diesen Drücken, die da erzeugt worden sind, auf Rundlauf geprüft werden. Die können nämlich auch gebogen sein. Hydros muss man mal gucken, ob die wieder zu verwenden ist. Empfehlen kann man natürlich hier in dem Fall auch, dass man die auf jeden Fall erneuert. Nockenwelle hat hier Fresserspuren von der Pumpe, die hier drüber läuft. Ja, also hier schon ein Riesenpaket, wenn man das alles anguckt, was insgesamt an dem Burschen beschädigt ist. Und da muss man wirklich mal schauen, ob es sinnvoll ist, den Kopf so aufzubauen. Wo landet man mit den Kosten? Und ist es vielleicht sinnvoll, parallel dazu einen Alternativkopf aufzubauen? Wir schreiben das für den Kunden mal zusammen. So wird es natürlich problemlos rettbar. Das ist eher eine Wirtschaftlichkeitsfrage, ob es Sinn macht, diesen Kopf dann zu reparieren oder nicht. Das war's von der Zylinderkopftechnik. Wir wünschen einen schönen Tag.